Nun willkommen auf dem Kanal für medizinische Bildung. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man eine sogenannte LUFU, also eine Lungenfunktionsuntersuchung, auswertet. Ziel ist dabei, verschiedene Lungenvolumina, zu denen wir gleich kommen, zu erfassen, um eine gegebenenfalls bestehende Lungenerkrankung frühzeitig zu detektieren oder den Verlauf einer Lungenerkrankung zu beobachten. Es gibt zwei verschiedene Methoden, wie man das Ganze bewerkstelligen kann. Entweder führt man eine sogenannte Ruhespirometrie mit Hilfe eines Pneumotachographen durch, das ist dieses Pustegerät, was viele Hausärzte haben, oder aber, wenn man etwas mehr Werte haben will, kann man auch die Ganzkörperplethysmographie durchführen. Hier muss der Patient in so eine spezielle Kabine gehen und hier ein- und ausatmen. Dann sind wir auch schon bei den Lungenvolumina. Die totale Lungenkapazität sagt uns, wie viel Volumen nach maximaler Einatmung in der Lunge verbleibt. Das sind bei jungen, gesunden Menschen ungefähr 6,5 Liter. Wenn man tief aus- und dann ganz tief einatmet und dann die Differenz berechnet, dann haben wir die Vitalkapazität. Die ist ein bisschen geringer mit 5 Litern. Das Volumen, das man ganz gewöhnlich einatmet, heißt Atemzugvolumen oder auch Tidalvolumen. Das sind so ungefähr ein halber Liter. Wenn man ganz normal eingeatmet hat, dann kann man ja noch mehr einatmen, wenn man denn will und gesund ist. Dieses zusätzliche Volumen, das man noch einatmen kann, bezeichnet man auch als inspiratorisches Reservevolumen. Das sind so ungefähr 3 Liter. Und das Gleiche kann man ja auch mit dem Ausatmen machen. Man kann einmal ganz normal ausatmen und dann noch zusätzlich das Volumen ausatmen, was man eben schafft. Das ist das expiratorische Reservevolumen. Das ist ein bisschen geringer, nämlich nur 1,5 Liter. Egal, wie stark man sich anstrengt, um alles Luft aus der Lunge rauszubekommen, man wird nicht wirklich das gesamte Volumen rausbekommen. Das klang jetzt wirklich sehr komisch. Jedenfalls, genau dieses Volumen, das immer in der Lunge verbleibt, bezeichnet man als Residualvolumen. Das ist einfach wichtig, damit die Lunge nicht kollabiert. Wenn man das expiratorische Reservevolumen und das Residualvolumen zusammenrechnet, dann bekommen wir die funktionelle Residualkapazität. Das sind ungefähr 3 Liter. Bei der Spirometrie werden ganz verschiedene Werte berechnet. Hierzu gehören eben diese Lungenvolumina, die wir gerade besprochen haben, wie zum Beispiel die Vitalkapazität. Zusätzlich, und das ist das Wichtige hierbei, wird die sogenannte forcierte 1-Sekunden-Kapazität bestimmt. Das geschieht so, man atmet maximal aus und dann ganz schnell und maximal wieder ein und versucht dann das, was man eingeatmet hat, so schnell wie möglich wieder loszuwerden, indem man ausatmet. Und dann wird eben der Fluss innerhalb einer Sekunde gemessen. Also wie viel Luft schafft man es innerhalb einer Sekunde loszuwerden. Und hier ist der Normwert über 90% von gewissen altersbezogenen Normwerten. Der Tiffenau-Index wird dann berechnet, indem man diese forcierte 1-Sekunden-Kapazität durch die Vitalkapazität teilt. Und die muss dann über 70% betragen. Gucken wir uns aber das Ganze mal in einem Diagramm an, weil das klang jetzt ein bisschen vielleicht seltsam und kompliziert und vielleicht hilft ja uns diese Grafik hier. Also, wenn wir ganz normal einatmen, ohne uns irgendwie anzustrengen oder so, dann haben wir das Tidalvolumen, also das Atemzugvolumen. Also man atmet ein, einen halben Liter ungefähr und dann wieder aus und dann wieder ein und dann wieder aus. Das Volumen, das man aber noch zusätzlich weiter einatmen könnte, ist diese inspiratorische Reservevolumen, hier IRV. Das wird einfach noch zusätzlich gegebenenfalls eingeatmet. Und das Gleiche gilt dann für das ERV, also für das expiratorische Reservevolumen, das man noch zusätzlich ausatmen könnte. Die Vitalkapazität ist eben die Differenz aus maximalem Aus- und Einatmen. Das ist hier aufgezeichnet, das ist das VC. Und dieses RV, also dieses Residualvolumen, bezeichnet eben
die Luft, die man nicht aus der Lunge rausbekommt. Auch eigentlich ganz verständlich. Und dieses FRC hatten wir auch gerade gesagt, das ist einfach die Summe aus dem expiratorischen Reservevolumen und dem Residualvolumen. Soweit, so gut. In der Spirometrie werden ja solche Graphen hier erstellt. Gucken wir uns mal an, wie das entsteht. Also zunächst gucken wir uns mal den Anfangspunkt an. Ich markiere jetzt immer so ein bisschen fett mit Rot. Jetzt beginnen wir. Der Patient atmet maximal ein, nachdem er übrigens maximal ausgeatmet hat. Also das ist jetzt hier dieses Einatmen. Bis hier. Hier ist der Pfeil. Also bis hier hat er dann maximal eingeatmet. Und jetzt muss er das Volumen, was er eingeatmet hat, so schnell wie möglich wieder ausatmen. Das hier ist jetzt der Fluss. Also wie viel Fluss schafft er? Das wird in Liter pro Sekunde angegeben. Hier sehen wir übrigens einen gesunden Probanden. Er atmet also ganz tief, 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 tief aus und schnell und erreicht dann wieder den Ausgangspunkt. So entsteht dieses Diagramm. Wenn man jetzt eine Verengung in den Bronchien hat, dann kann man nicht ausatmen. Also wir fangen wieder vom Nullpunkt an. Der Patient atmet ein und versucht dann alles loszuwerden. Man sieht aber, er schafft nicht so eine ganz schöne Gerade und ganz schnell, sondern er knickt ein sozusagen. Er kann also nicht alles schnell loswerden. Das bezeichnet man als Obstruktion. Hier ist diese forcierte 1-Sekunden-Kapazität, also eben dieses Volumen, das man innerhalb einer Sekunde ausatmen soll, herabgesetzt. Und da ja diese forcierte 1-Sekunden-Kapazität bei der Berechnung des Tiffenot-Indexes eine Rolle spielt, ist auch dann dieser herabgesetzt. Das ist einfach eine Obstruktion. Es gibt aber bei der Obstruktion einen Sonderfall, den sehen wir hier. Und zwar versucht der Patient auszuatmen und dann hat er so einen extremen Knick. Das nennt man einen Emphysem-Knick. Das tritt insbesondere bei COPD-Lern auf. Jetzt gibt es ja noch sowas, was man als Restriktion bezeichnet. Ich zeichne aber erstmal nochmal eine ganz normale Kurve auf. Also der Patient atmet ein. Und dann versucht alles auszuatmen. Er kriegt dann einen sehr guten Fluss hin. Und zack, ist wieder alles ausgeatmet. Bei Patienten aber, denen die Lunge sozusagen kaputt gegangen ist und die gar nicht mehr so viel einatmen können, vielleicht nehme ich hier für eine andere Farbe, vielleicht gelb. Die schaffen es natürlich dann nicht mehr so viel einzuatmen, sondern deutlich weniger. Dann sind sie wieder hier. Sie schaffen das zwar ganz gut auszuatmen, aber wir sehen, diese Kurve ist viel kleiner als die eines gesunden Menschen. Dabei ist eigentlich diese forcierte 1-Sekunden-Kapazität nicht so sehr das Problem. Sie schaffen ja das Volumen, was sie einatmen, wieder gut loszuwerden. Aber sie können eben nicht mehr so tief einatmen, weil einfach die Lunge zerstört ist. Beispielsweise jetzt. Und genau das bezeichnet man als Restriktion. Hier ist die totale Lungenkapazität herabgesetzt, beziehungsweise die Vitalkapazität herabgesetzt. Jetzt gibt es noch eine kleine Spitzfindigkeit für Interessierte. In so einem Ganzkörperplethysmographen kann man auch die Diffusionskapazität bestimmen. Was ist das überhaupt? Das klingt nämlich sehr kompliziert. Die Diffusionskapazität sagt uns, wie gut noch der Sauerstoffaustausch zwischen Lunge, also dem Alveolarraum, und Blut funktioniert. Hier misst das Gerät zwei ganz wichtige Werte. Einmal den Kohlenstoffmonoxid-Transferfaktor. Es wird übrigens Kohlenstoffmonoxid zur Messung verwendet, weil man hiermit Lungenerkrankungen besser detektieren kann. Dieser Kohlenstoffmonoxid-Transferfaktor sagt uns einfach, wie viel Gas wirklich ins Blut geht. Also wir haben eingeatmet, aber das ist ja dann noch nicht im Blut, sondern in der Lunge bzw. im Alveolarraum. Und dieser Transferfaktor sagt uns einfach, wie viel Gas geht dann wirklich ins Blut. Der Transferkoeffizient sagt uns, wie das Verhältnis zwischen eingeatmeten Volumen und der aufgenommenen Kohlenstoffmonoxidmenge ist. Also er setzt dann das Ganze in ein Verhältnis.
Jetzt gibt es ja zwei Fälle oder beziehungsweise sogar drei Fälle. Entweder ist alles okay, alles normal, das ist bei gesunden Menschen. Dann gibt es den Fall, wo dieser TLCO, also der Kohlenstoffmonoxidtransferfaktor, erniedrigt ist. Also es geht insgesamt weniger Gas ins Blut über, aber der Transferkoeffizient ist normal. Das lässt sich einfach damit erklären, dass bestimmte Lungenabschnitte dann einfach ausgefallen sind. Zum Beispiel, wenn man an der Lunge operiert ist und ein Stück rausgeschnitten wurde. Dann geht insgesamt zwar weniger Gas ins Blut, aber das Verhältnis zwischen dem, was man einatmen kann, und der Menge an Kohlenstoffmonoxid, die aufgenommen wird, ist ja immer noch gleich, beziehungsweise noch normal. Wenn aber beides erniedrigt ist, das heißt, es geht weniger Gas ins Blut im Verhältnis auch zu dem eingeatmeten Volumen, dann haben wir eine Diffusionsstörung. Also das heißt, dass das Gas, was sich in der in der Lunge befindet, kann auch nicht mehr irgendwie ins Blut übertreten. Das findet man bei Patienten mit einer Lungenfibrose beispielsweise vor. Da ist diese Wand zwischen zwischen Luft und Blut so dick, dass einfach das Gas nicht mehr wirklich effektiv ins Blut übergehen kann. Ich hoffe, dass die Erklärungen einigermaßen verständlich waren. Ich weiß, wenn man das noch nicht so oft gesehen hat, dann ist es wirklich sehr kompliziert oder es kann sehr kompliziert sein. Man muss wirklich sehr viele, also man muss sich damit wirklich sehr beschäftigen, aber irgendwann klappt es dann und ich hoffe, dass das Video euch ein bisschen helfen konnte. Bis dann!